As the Holy Spirit now to focus our minds on the Word of God. Ja, wir haben jetzt gerade viele Dinge gehört und auch gesehen, den Tanz zum Beispiel. Und lasst uns das einfach gemeinsam beten und einfach den Herrn bitten, dass wir uns jetzt wirklich auf ihn fokussieren können. Holy Spirit, we thank you that you're here in this place. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du an diesem Ort bist. Thank you that you want that we can see Jesus, that we can see the Father today through you. Und danke, dass du dieses wirklich wünschst, dass wir den Vater heute wirklich durch dich sehen können. We ask to bless your word. Wir beten und wir bitten dich, dass du dein Wort segnest. That our hearts are receptive and prepared to hear your word. Dass unsere Herzen wirklich empfänglich sind und einfach bereit sind, von dir zu hören. And that our will is willing to surrender to your word, Lord God. And today we can experience your presence among us. Und dass wir wirklich gewillt sind, dass unser Wille sich wirklich dir unterstellt und dass wir wirklich heute in deiner Gegenwart an, einfach dieses genießen möchten. Bless your word and speak to us today, we pray. Ja, segne dein Wort und sprich du zu uns heute, das beten wir. Amen. 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 So it's Pentecost. Also es ist Pfingsten. And of course we want to see what happened on Pentecost. Natürlich möchten wir sehen, was passiert ist an Pfingsten. And I want to invite you to open your Bibles to the book of Acts. Ich möchte euch einladen, dass wir das in der Bibel die Apostelgeschichte aufschlagen. And chapter 1. Kapitel 1. Verses 4 to 8. Verse 4 bis 8. Acts 1, 4 to 8. Also Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 8. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in few days you will be baptized with the Holy Spirit. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. As you know, we are a Pentecostal charismatic church. Also wir wissen, sind wir eine pfingstlich-charismatische Gemeinde. And maybe you ask yourself, why is that so important to us? Und vielleicht fragt ihr euch jetzt selbst, warum ist das uns so wichtig? We know why Easter is important. Wir wissen, warum Ostern so wichtig ist. The death and the resurrection of Jesus Christ. Natürlich der Tod und die Wiederauferstehung Christi. We know why Christmas is important. Wir wissen auch, warum Weihnachten so wichtig ist. Jesus came in flesh into this world. Ja, dass Jesus in Fleischgestalt auf diese Erde gekommen ist. But why is Pentecost important? Aber warum ist Pfingsten so wichtig? Why do we consider it the birthday of the church? Warum sehen wir es als Geburt der Gemeinde an? And the thing without which the church wouldn't even exist. Denn ohne Pfingsten würde die Gemeinde überhaupt gar nicht bestehen oder existieren. We need to think of the context of Pentecost. Also wir müssen uns den ganzen Kontext von Pfingsten anschauen. Just imagine Jesus rose from the dead. Also überlegt euch das mal, Jesus ist von den Toten auferstanden. And he spent these 40 days with his disciples. Und er hat diese 40 Tage lang mit seinen Jüngern verbracht. And he told them and showed them many signs that he is alive and that he is the Son of God. Und er hat ihnen sehr viele Zeichen gegeben und auch darüber gesprochen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. And then in Matthew 28, 19 and 20 he gives them this huge commandment, the great commission. Ja, und in Matthäus 28 gibt er ihnen dann diesen großen Auftrag, den wir alle kennen. Go into all the world. Geht hin in alle Welt. And make disciples of all nations. Ja, und macht zu Jüngern alle Völker. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. And teach them to obey everything that I have commanded you. Ja, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. And when you think it's a huge commandment, and you think with so much word, the disciples would immediately go ahead and start to fulfill the great commandment. Und da kann man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, dass bei diesem großen Auftrag die Jünger sicherlich gleich losgegangen sind, um diesen Auftrag dann auch zu erfüllen. But then something very interesting happens. Aber dann ist etwas sehr Interessantes passiert. Jesus tells them, but first of all, wait. Sondern Jesus sagt zu ihnen, bevor ihr losgeht, wartet. First of all, wait in Jerusalem. Zuallererst wartet erstmal in Jerusalem. I'm sure the disciples thinking, but we have this great commandment, we want to go on and to win the world for Jesus. Ja, aber die Jünger haben sich dann sicher gedacht, aber wir möchten doch jetzt gleich losgehen und hinausziehen und wirklich ja die ganze Welt für Jesus gewinnen. Jesus said, before you go, wait. Aber Jesus hat zu ihnen gesagt, bevor ihr geht, wartet noch. And this is where we come in our passage this morning. He said, you shall receive power. Denn er hat ihnen gesagt, und ihr werdet Kraft empfangen. Now you need to understand the disciples,
They already knew the resurrection power of Jesus Christ. Aber wir müssen jetzt verstehen, dass die Jünger diese Wiederaufstehungskraft ja schon gekannt hatten. They experienced his raising from the dead. Also sie haben ja seine Auferstehung von den Toten schon erfahren. Even the doubting Thomas already believed because he could touch the wounds of Jesus Christ. Ja, selbst der zweifelnde Thomas konnte dann glauben, weil er ja die Wunden von Jesus berührt hat. So why would they have to wait again? Also warum sollten sie jetzt nochmal warten? Jesus knew that there was still something missing. Also Jesus wusste, dass immer noch etwas fehlte. There was something, some equipment, some gift that the church, the disciples had to receive before. Ja, es gab einfach so eine Art Ausrüstung, die die Jünger erst noch empfangen mussten, bevor sie losgehen konnten. If they wouldn't wait and leave Jerusalem immediately, they would fail. Und wenn sie nicht gewartet hätten und sofort Jerusalem verlassen hätten, dann wären sie wahrscheinlich gescheitert. They would have left for nothing. Und sie hätten dann wirklich, ihr Gehen wäre dann umsonst gewesen. And it's the same with us. Und das Gleiche gilt auch für uns. If we try to fulfill the great commission of Jesus Christ, wenn wir versuchen, diesen großen Auftrag von Gott zu erfüllen, or do the work of God without the empowerment of the Holy Spirit, oder auch das Werk Gottes zu tun, ohne die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes, we'll have no success, dann werden wir keinen Erfolg haben. Because we are not well equipped for the job. Weil wir nicht gut ausgerüstet sind für diese Arbeit. And I always imagine how we put the picture. Look at the picture of a car. Und stellt euch jetzt einfach mal das Bild von dem Auto vor. If the frame of the car is the salvation and the redemption work of Jesus Christ, the frame. Okay, also wenn wirklich die Errettung oder die Erlösungsarbeit von Gott wirklich einfach der Rahmen ist vom Auto. Then the discipleship and the process of holiness the Lord takes us through life would be the tires. Dann wäre die Jüngerschaft und einfach dieser Prozess, durch den uns der Herr wirklich trägt, wären dann die Reifen. Then prayer would be the fuel of the car, the gas of the car. Und das Gebet wäre dann das Benzin für das Auto. I would imagine that the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, would be the motor of the car. Und ich kann mir vorstellen, dass dann der Heilige Geist dann der Motor ist des Autos. A church work or church without going without the Holy Spirit is like a car going without a motor. Also die Gemeinde, die ohne Heiligen Geist vorangeht, kann man vergleichen wie mit einem Auto, das ohne Motor fährt. Or an individual believer without the Holy Spirit is like a car without a motor. Also jeder Gläubige, der wirklich ohne den Heiligen Geist glaubt, ist wie ein Auto, das keinen Motor hat. Now, who would like to have a car without a motor? Also und wer möchte denn schon ein Auto ohne Motor? We have some of this in Bulgaria, in Romania, you know, when they have these cartridges with a donkey. Okay, also das haben wir vielleicht in Rumänien und Bulgarien, wo es dann immer noch die Esel gibt. And even they have some power because the donkey pulls them, you know. Und selbst die haben dann ja noch ein bisschen Kraft, weil der Esel zieht ja dann so diese Kerne hinter sich her. But imagine a car without a motor, without a power. Also überlegt euch doch überhaupt mal, ja, wie das sein kann, ein Auto, das keinen Motor hat. Eva Edith, she didn't want a weak car, she wanted a stronger car with stronger motor, you know. Selbst Edith will hier kein schwaches Auto, sondern will ein starkes Auto, das einen starken Motor hat. And I believe we all of us, we want to have, when you have a car, you want to have a strong motor that can pull the car. Aber ich denke, dass wir alle, wenn wir ein Auto haben, wirklich auch einen starken Motor hat, der dieses Auto wirklich antreibt. And the word of God tells us in Psalm 127:1. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. Und im Psalm 127, Vers 1 steht, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. So time spent in seeking the Holy Spirit is not wasted time. Also eine Zeit, die damit verbracht wird, auf den Heiligen Geist zu warten, ist keine verschwendete Zeit. But labor without the Holy Spirit is wasted labor. Aber eine Arbeit ohne den Heiligen Geist ist wirklich eine Arbeit, die umsonst gemacht wird. And that is why Pentecost is so important for us. Und deswegen ist Pfingsten so wichtig für uns. Because we realize the church it is not by power, not by might, not our own human power. Und wir wissen, dass es bei unserer Gemeinde nicht wir das einfach aus eigener Kraft, aus eigenem wirklich Erlangen schaffen können. But it's by my spirit, says the Lord. Sondern durch meinen Geist, wie es so der Herr sagt. So that's why Pentecost is important. Und deswegen ist Pfingsten so wichtig. And that's why we want to be a Pentecostal church. Deswegen möchten wir auch eine pfingstliche Gemeinde Because sein. We don't want to go in human strength. Denn wir möchten nicht aus menschlicher Kraft heraus wirklich gehen. In the strength of the Holy Spirit. Sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes. So number one, Pentecost is important. This is the power of the church, the power of our Christian life. Also einfach der erste Punkt, am Pfingsten ist sehr wichtig, denn es ist wirklich die Kraft der Gemeinde und die Kraft für unser eigenes Leben. Number two. Und zweitens, what is the purpose of the Holy Spirit? Why did he come? Was ist die Absicht oder der Zweck des Heiligen Geistes? Warum ist er überhaupt erst gekommen? First of all, the Holy Spirit came so that we can be something.
Also zuallererst ist der Heilige Geist gekommen, damit wir etwas sein können. Not necessarily that we do something, but that we can be something. Nicht zuallererst, dass wir etwas tun können, sondern dass wir etwas sind. Jesus said, you shall receive power. Denn Jesus hatte gesagt, ihr sollt Kraft empfangen. And you be my witnesses. Und ihr werdet meine Zeugen sein. And the word witness here is not a noun. Und, it's not a verb, it's a noun. Yeah. Und das Wort hier Zeugnis oder Zeuge ist hier kein, wird hier nicht als Verb verwendet, sondern ist ein Nomen. This means not we are only testifying. Das bedeutet, dass wir nicht nur etwas bezeugen, but we are a testimony. Sondern wir sind das Zeugnis. We are a witness. Wir sind Zeugen. And that's why the Holy Spirit came. Und deswegen ist der Heilige Geist gekommen. That we are what he says we will be. Dass wir das sind, was er gesagt hat, dass wir sein sollen. And when we are, then we develop this right relationship with God. Und wenn wir das dann sind, dann können wir diese richtige Beziehung mit Gott entwickeln. And then the fruit of the Spirit begins to flow through us. Und dann fängt die Frucht des Geistes wirklich an, durch uns hindurch zu fließen. And then the demonstrations, the gifts come out. Und dann kommen dann wirklich diese Zeichen dann sozusagen, dann kommen die Gaben einfach hinaus. If it's prophecy, ob es jetzt zum Beispiel Prophezeiung ist, speaking in tongues and interpretation, oder das Reden in Zungen oder die Interpretation, dann healing, oder Heilung, or power, oder die Kraft, or word of wisdom and so on, oder das Wort der Weisheit und so weiter. Then the demonstrations comes when we first are something. Also die Manifestationen zeigen sich erst, wenn wir etwas sind. Many times I see people who want to have the manifestations and the gift. Also ich sehe ganz viele Menschen, die immer diese Gaben haben möchten, also diese äußeren Anzeichen. But haven't allowed the Holy Spirit to make them a witness, to make them a testimony. Aber sie haben dem Heiligen Geist noch gar nicht erlaubt, sie zu einem Zeugnis zu machen. So it's more just being courageous to speak. It's more than just being courageous to speak. Also es geht mehr darum, denn als einfach nur mutig sein, etwas zu sagen. But it flows out of what we have become in the Holy Sondern Spirit. Sondern es sollte aus dem herausfließen, was wir geworden sind durch den Heiligen Geist. So the main purpose of the Holy Spirit for us is to be witnesses. Also das Hauptziel des Heiligen Geistes ist das, dass wir Zeugen sind. And we see that as a demonstration in the ongoing Pentecostal revival that began beginning of last century. Ja, und wir sehen das auch als Zeichen wirklich am Anfang dieser Gemeinde, aber auch in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. For 20 centuries, the church has been struggling to reach the world and to fulfill the Great Commission. Also für 20 Jahrhunderte lang hat wirklich immer die Gemeinde versucht, wirklich diesen Auftrag zu erfüllen und neue Menschen für Jesus zu gewinnen. But once the church realized that it's not by our strength, our power, but by the Holy Spirit. Aber sobald die Gemeinde wirklich erkannt hat, dass es nicht aus eigener Kraft heraus ist, sondern wirklich nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Just in the last 100 years. Ist dann in den letzten 100 Jahren close to 1 billion people proclaim now to be saved and to be filled with the Holy Spirit. Behaupten jetzt wirklich 1 Milliarde Menschen, dass sie jetzt wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und gerettet sind. And there are many, the numbers are actually almost impossible to grasp because they are everywhere. Yeah. Ja, man kann aber die Anzahl nicht wirklich feststellen, weil ja überall Christen sind. It's in an underground church in China. Also es kann sogar in einer Untergrundsgemeinde sein, in China. In Nordkorea. Oder in Nordkorea. In Brazil, 30-40% of the population is charismatic. Oder in Brasilien sind zum Beispiel 30-40% der Menschen dort charismatisch. So it's like a mighty wave of the Spirit that has swept throughout the world. Das ist wie so eine mächtige Welle des Heiligen Geistes, die ja wirklich über diese Erde gekommen ist. And it's the largest ongoing revival that the Christian Church has ever seen. Und es ist auch die größte, immer noch andauernde Erweckung, die Gemeinde je gesehen hat. And we have the privilege to be part of it. Und wir haben das Privileg, Teil dessen zu sein. As Alex said, we're part of something global. Also wie Alex schon gesagt hat, wir sind Teil von etwas Globalem. Today millions and millions of spirit-filled believers pray all around the world and intercede for the reaching fulfilling of the Great Commission. Millionen von Christen beten jetzt auf der ganzen Welt und beten einfach wirklich für die Ausbreitung des Königreiches Gottes. So it's exciting time to live in. Also es ist eine sehr aufregende Zeit, in der wir leben. And even many times we are so negative when we say, well, in Germany we don't see anything. Und manchmal sind wir so negativ und sagen immer, ja, in Deutschland sehen wir davon gar nichts. But I tell you, we see. Aber ich möchte euch sagen, dass wir was sehen. We see people filled with the Holy Spirit. Wir sehen, wie Menschen mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. We see how when we gather to worship, we need bigger and bigger places because people are hungry to worship God. Wir sehen, dass wenn wir immer so Lobpreisabende haben, dass wir immer größere Orte brauchen, weil Leute einfach so hungrig sind, danach Gott anzubeten. Next wake up, we have to go to the Messe in Villingen-Schwenningen because we don't have place in Freudenstadt. Ja, zum Beispiel nächstes wake up müssen wir nach Villingen-Schwenningen auf das Messegelände, weil wir hier in Freudenstadt gar nicht mehr genügend Platz haben. Next Holy Spirit night, it has to be in the Porsche Arena because the BGG Church doesn't have
have place anymore. Okay, und die Holy Spirit Night, also die Heilige Geistnacht, muss nächstes Mal in der Porsche Arena stattfinden, weil die Gemeinde selber in Stuttgart einfach gar keinen Platz mehr hat für diese ganzen Menschen. The Lord is doing something, and let's look for the work of the Holy Spirit also in Germany. Also der Herr tut wirklich etwas, und lasst uns einfach wirklich Ausschau halten nach dem Werk, das der Herr wirklich tut in unseren Gemeinden. People are hungry for the Holy Spirit. Also Menschen, die einfach hungrig sind nach dem Heiligen Geist. Are we hungry here in Freudenstadt? Also sind wir hungrig hier in Freudenstadt? Do we want to be refreshed? Also möchten wir wieder neu erfrischt werden? Do we want to be filled with the Spirit? This is the question. Möchten wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Das wäre jetzt die Frage. So the purpose is to be witnesses, to be who Jesus wants us to be. Also die Absicht und das Ziel ist einfach, dass wir etwas sind, dass wir Zeugen sind, dass wir einfach zu dem werden, was Jesus sich gewünscht hat, dass wir sind. The third thing that I want to share today is how do we get baptized? How do we get filled with the Spirit? Okay, der dritte Punkt, über den ich heute reden möchte, ist, wie werden wir getauft im Heiligen Geist? You know, when I came to Germany, I never knew all the struggles that you have here in the country. You know, because in Bulgaria somehow it was normal that you get filled with the Spirit. No one questioned it. Okay, also ich war so überrascht, als ich dann nach Deutschland gekommen bin und einfach gesehen habe, dass es doch immer wieder diese Kämpfe einfach gibt, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Denn für uns in Bulgarien war das völlig normal. Das stand komplett außer Frage, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. And here many people question and many people are afraid of the Holy Spirit. Und hier ist es so, dass viele Menschen den Heiligen Geist in Frage stellen und einfach Angst haben vor dem Heiligen Geist. In the beginning of last century, even some of the churches in Germany made a declaration that said that the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit is dangerous. It's not from God. Okay, es wurde sogar schon eine Art eine Berliner Erklärung abgegeben, dass die Taufe im Heiligen Geist etwas sehr Gefährliches ist. And I see again and again people being afraid and saying, I don't know if this is good for me and so on. Ja, und ich sehe aber immer wieder Menschen, die immer noch Angst haben und immer sagen, oh, ist es überhaupt gut für mich? But how do we get baptized? Aber wie werden wir getauft? First of all, the baptism of the Holy Spirit is a promise of the Father, a gift of the Father for all believers. Also die Taufe im Heiligen Geist ist eine Verheißung, also ein Geschenk Gottes für alle seine Kinder. It's not only for leaders, not only for super spiritual Christians. Also es ist ein Geschenk, das nicht nur für Leiter gilt oder für ganz super duper Christen. But it's a gift for every one of us. Sondern es ist wirklich ein Geschenk für jeden einzelnen von uns. The thing is, we cannot produce it, we cannot manufacture it. Und die Sache ist aber die, dass wir selber das nicht produzieren können. Wir können es nicht herstellen. It's a sovereign gift of God. Sondern es ist wirklich ein souveränes Geschenk von Gott. He wants to give it to everyone. Er möchte es wirklich jedem geben. But on his terms, on his timetable. Aber wirklich nach seinem Zeitplan. So we cannot push it, we cannot produce it. Also wir selber können es nicht produzieren oder fordern. In just a minute we'll see how can we prepare ourselves. But you know, when I got baptized with the Spirit, I grew up in a Pentecostal church. Also als ich getauft wurde mit dem Heiligen Geist, war ich eh schon aufgewachsen in innerpfingstlichen Gemeinde. But I didn't quite understand what it all meant with the baptism of the Holy Spirit. Aber ich hatte nicht so wirklich verstanden, um was es bei der Taufe im Heiligen Geist überhaupt geht. In 1989 there was a revival in my church going on, and I saw how people were receiving the power of the Holy Spirit. 1989 gab es aber eine Bewegung bei uns in der Gemeinde, wo ich auch gesehen habe, wie andere Leute getauft wurden im Heiligen Geist. And I didn't grasp all the theology of it. Und ich habe die ganze Theologie des Ganzen nicht wirklich verstanden oder verstehen können. I only learned this like 10, 12 years later from Paul Schmidgall. Sondern ich habe es erst 10 bis 12 Jahre später dann von Paul Schmidgall gelernt. But what I realized, this is a good thing, this is a gift from God. Aber was ich damals realisiert habe, war einfach, dass es wirklich eine gute Sache ist, dass es ein Geschenk Gottes ist. And I was hungry and I wanted it. Und ich war wirklich hungrig danach und ich wollte es. And the Holy Spirit started to baptize our youth, you know, first the older ones, my sister, like 17, 18 years old. Ja, und der Heilige Geist hat dann wirklich angefangen, zuerst auch die Jugend zu taufen, erst die Älteren, wie zum Beispiel meine Schwester, die war damals schon 17, 18 Jahre alt. I was 12, 13 years old at this time. Und ich war damals so circa 12, 13 Jahre alt. But we were hungry. Aber wir waren wirklich hungrig. We wanted more from him. Wir wollten wirklich mehr von ihm haben. And I had to wait. I was lucky. I had to wait only 2-3 weeks. Okay, und ich war ziemlich glücklich, weil ich musste nur 2 bis 3 Wochen warten. And then one Tuesday night, I remember it. Yeah. Und an einem Dienstagabend, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. We came to the front and started to pray. Sind wir nach vorne gekommen und haben angefangen zu beten. And 20 people got filled with the Holy Spirit this night. 20 Menschen wurden an diesem Abend mit dem Heiligen Geist erfüllt. Something indescribable, the power of God, the joy, the presence of God upon you. Ist etwas ganz Unbeschreibliches, einfach diese Freude, diese ganze Kraft Gottes einfach auf einem. But sometimes
Sometimes we have to wait longer. I don't know why, but God is sovereign. Yeah. Manchmal ist es aber einfach so, dass wir einfach länger warten müssen. Ich weiß es nicht warum, aber Gott ist einfach souverän. But what I know that it's a gift from God and He wants to give it to you. Aber was ich weiß ist, dass es einfach ein Geschenk Gottes ist und dass er es uns schenken möchte. And even if when we wait, und selbst wenn wir warten, it's not a passive waiting. Ist es kein passives Warten. It's not a waiting when we are grumbling and we're downcast. Also es ist kein Warten, an dem wir einfach mürrisch sind und einfach so niedergeschlagen sind. But it includes expectation and prayer and seeking the Holy Spirit. Sondern es beinhaltet einfach wirklich diese Erwartungshaltung und einfach auch dieses Suchen, einfach diesen Hunger nach dem Heiligen Geist. We see the disciples, they were waiting actively. Und wir sehen, dass auch die Jünger aktiv gewartet haben. In Acts 1:14 it says, in Apostelgeschichte 1, Vers 14 steht, they all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. So see, this, when Jesus told them, you shall receive, it was around 10 days still till Pentecost. Also als Jesus ihnen gesagt hatte, dass sie etwas empfangen würden, da war es immer noch 10 Tage vor Pfingsten. They were waiting actively. They stayed there, didn't give up, and they were seeking the Holy Spirit. Haben sie wirklich dort aktiv einfach gewartet? Sie sind dort geblieben in Jerusalem, haben nicht aufgegeben und haben gemeinsam gebetet. And as they prayed, the Holy Spirit came down. Und als sie dann gebetet haben, ist der Heilige Geist auf sie heruntergekommen. We must pray, we must wait and seek the Holy Spirit. Also wir müssen beten, wir müssen einfach auch warten und den Heiligen Geist suchen. And He will come. Und dann wird er kommen. Jesus promised it. Jesus hat es verheißen. It's a gift from the Father for all of us. Es ist einfach ein Geschenk, eine Gabe Gottes für alle von uns. And He will come. Und er wird kommen. We see in Acts 8:14 how He came over the people in Samaria. Und wir sehen in Apostelgeschichte 8, wie der Heilige Geist über die Menschen in Samaria gekommen ist. The apostle going there and they heard that the people there have received Jesus as Savior. Wir sehen, wie die Apostel dorthin gegangen sind und gehört haben, dass viele Menschen einfach Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. And in verse 15 we see the apostle came, and when they arrived, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Because the Holy Spirit had not yet come upon any of them, they had simply been baptized into the name of the Lord Jesus. We see that they were saved, but not filled yet. Also in Apostelgeschichte 8, Vers 15 steht, als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Once again here we see, this is a different experience, a different gift than salvation. Also wir sehen, dass es nochmal eine andere Erfahrung ist, ein anderes Geschenk der Errettung. As the salvation. Also wie jetzt die Errettung. Yeah. We see how the disciples knew Jesus, but they had to wait for extra thing. Also wir sehen, wie die Jünger Jesus schon kannten, aber trotzdem warten mussten. And how here also in Samaria they have already accepted the word of God, but they still had to receive the Holy Spirit. Ja, und auch hier wie zum Beispiel in Samaria, wo sie das Wort Gottes schon empfangen hatten, aber den Heiligen Geist, die Taufe, noch nicht empfangen hatten. And many churches don't preach this anymore. Und viele Gemeinden predigen das gar nicht and mehr. Don't believe and don't seek that. Und sie glauben es auch nicht und sie streben auch nicht danach. And what I am saying is that I see churches dying and churches being powerless because the Holy Spirit is neglected. Und was mich so traurig stimmt, ist einfach, dass ich Gemeinden sehe, die das einfach nicht mehr praktizieren, die einfach ja, sich auflösen oder einfach sehr schwach werden, weil sie das nicht mehr praktizieren. Some people say, seek not, forbid not, so don't seek it, but if it's there, don't forbid it. Okay, also viele sagen, also wenn du es nicht suchst, dann ist es okay. Und wenn es dann da aber da ist, so ist es dann auch nicht verbieten. Also ist es dann auch in Ordnung. But I believe in the importance of sharing clearly what the Word of God says about the Holy Spirit. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir einfach, oder ich sehe die Dringlichkeit einfach darin, dass wir wirklich das teilen, was im Wort Gottes steht. Because if we seek not, we receive not. Denn wenn wir nicht suchen, dann werden wir auch nicht empfangen. So, when we receive, it includes also waiting and wielding, surrendering to God. Also wenn wir suchen, dann inkludiert es einfach automatisch auch dieses Suchen, dieses sich hingeben zu Gott. And as I said, it's a beautiful gift from the Father. It's the best gift that He has prepared for us. Wie ich schon gesagt habe, es ist ein wirklich ein wunderschönes Geschenk einfach für unseres Vaters, etwas, das er schon für uns vorbereitet hat. Luke 11:13 tells us that. Lukas 11, Vers 13 sagt etwas darüber. Jesus said, if you then, though you're evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? So it takes desire, it takes yielding to God. Es braucht einfach diesen Wunsch, es braucht diese völlige Hingabe, dieses Ja an Gott. And I believe when we come to this place that we're able to surrender and to say, yes, God, yes, Father, I believe the
you have the best gifts for me. Ja, und wenn wir an diesen Ort kommen, dann glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns wirklich ganz hingeben können und sagen können, ja, Herr, ich ordne dich dir unter, weil ich weiß, dass du nur das Beste für mich hast. Then the soil is prepared for the Holy Spirit to come. Dann ist wirklich einfach die Erde, das fruchtbare Land, einfach schon ja, vorbereitet für den Heiligen Geist. What we see also in the Word of God is that people who are already filled with the Holy Spirit laid hands and prayed for those who are not baptized yet. Okay, und was wir auch sehen in der Heiligen Schrift, ist einfach, dass diejenigen, die schon getauft worden sind im Heiligen Geist, Hände auf diejenigen aufgelegt haben, die es eben noch nicht empfangen hatten. They didn't tell them how to do it. Step 1, 2, 3, there is no steps. Also sie haben ihnen nicht gelehrt, wie man das tun muss, also das ist jetzt erstens, zweitens, drittens. But they were just there, prayed for them, laid hands and believed that the Lord will give them this gift too. Sie waren einfach nur da, haben für diese Menschen gebetet, haben ihre Hände aufgelegt und einfach daran geglaubt, dass ja, Gott einfach ihnen diese Gabe schenken wird. So one more time, we receive it. Also noch einmal, also wir empfangen es. Through waiting. Durch das Warten. Through surrendering God to God. Durch einfach das völlige Ausliefern an Gott. Remember, it's not a passive waiting, but active waiting. Also erinnert euch daran, es ist kein passives, sondern ein aktives Warten. And then people who are already have received encourage us and pray for us, and this is how we receive it. Ja, und das einfach, es geht einfach darum, dass diejenigen, die schon empfangen haben, einfach die anderen ermutigen und für sie beten, die es noch nicht empfangen haben. But sometimes the Lord will also baptize you when you are alone. Und manchmal kann es aber auch sein, dass der Herr dich tauft, wenn du ganz alleine bist. As I said, there is no formula, there is no how you do it. Yeah. Also es gibt hier keine Regeln, es gibt keine Form, kein Gesetz, wie man das tut. It's a sovereign gift and the Lord works in his way. Und es ist einfach nur ein souveränes Geschenk und der Herr gibt es jedem auf seine Art und Weise. Two more things about the baptism of the Holy Spirit. Es sind noch zwei weitere wichtige Punkte. Number four. Viertens. What is the sign? How do you know that you have been filled and received the baptism of the Holy Spirit? Also was ist das Zeichen? Wie weiß man, dass man wirklich gefüllt worden ist mit dem Heiligen Geist? From the Word of God, we see the initial sign, the first most obvious sign is speaking in tongues. Und von der Schrift wissen wir, dass das erste, wirklich das allererste Zeichen wirklich das ist, dass man in Zungen redet. We see in Acts 2:4. Wir sehen das in Apostelgeschichte 2, Vers 4. In Acts 10:4. In Kapitel 10, Vers 4. In Acts 19:6. In Kapitel 19, Vers 6. Clear occasions when the first sign was speaking in tongues. Also wirklich ganz, ganz klare Dinge, wo man das wirklich sehen konnte, dass sie in Zungen redeten. And speaking in tongues was proof enough for Peter to accept the Gentile believers into the faith. Ja, und für Petrus war dieses Zeichen der Zungenrede wirklich genug, damit er diese heidnischen Christen wirklich akzeptieren konnte, dass sie wirklich Gläubige sind. Let's quickly look at it. Lass uns das kurz anschauen. Acts 10, 46 and 47. Apostelgeschichte 10, 46 und 47. For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? So we see that for Peter it was a very clear sign. Also wir sehen, dass es für Petrus ein sehr klares Zeichen war. Now we see in the Bible, this is not the only sign. Also natürlich sehen wir auch in der Bibel, dass das nicht das einzigste Zeichen ist. Remember that once I spoke here about the symbols of the Holy Spirit. Also ich möchte noch mal kurz euch daran erinnern, dass ich einmal über diese Symbole des Heiligen Geistes gesprochen habe. Sometimes the Holy Spirit came like on the day of Pentecost, also like fire tongues. Also manchmal ist auch, wie zum Beispiel am Pfingsttag, der Heilige Geist wirklich in diesen Feuerzungen heruntergekommen. Sometimes like a rushing wind. Oder manchmal wie ein Wind, der durchbläst. But even when this was the case, always speaking in tongues was also there as a sign. Aber wenn das dann der Fall war, war immer auch diese Zungenrede, dann ging dort immer mit einher. And we as a biblically faithful church take this as an important sign for the baptism of the Holy Spirit. Einfach wirklich als biblisch treue Gemeinde möchten wir einfach das Reden in Zungen wirklich einfach als Zeichen sehen der Geistestaufe. Another sign is the change that it brings and becoming a witness, as I said already. Ja, und ein anderes Zeichen ist einfach das, dass wir diese Veränderung haben und wirklich ein Zeuge Gottes werden, wie ich vorher schon gesagt habe. We become a testimony. Also wir werden zum Zeugnis. And here I want to say, many times people abuse the sign of speaking in tongues. Und ich muss leider aber auch sagen, dass sehr oft viele Menschen diese Zungenrede missbrauchen. And they put too much emphasis and too much importance on this. Und sie betonen das einfach viel zu stark und geben diesen Zungenreden eine sehr hohe Wichtigkeit. And we recognize that this is not the end, not even the purpose of the baptism of the Holy Spirit. Aber wir erkennen einfach an, dass es noch gar nicht das Ende ist der Taufe im Heiligen Geist. Not even the purpose of it. Also nicht mal das Ziel oder die Absicht. Remember, the purpose is to be witnesses. Sondern das Ziel ist einfach wirklich, dass wir Zeugen sind. The speaking tongues is the sign, just the sign. Also und das Zungenreden ist nur das Zeichen dafür. We need to seek the Spirit and not the tongues.
Also wir müssen den Geist suchen und nicht die Geistesgabe, also die Zungenrede. And when we seek the Spirit first, und wenn wir zuallererst den Heiligen Geist the suchen, will come naturally. Dann wird das Zungenrede dann ganz natürlich kommen. Supernaturally and naturally. Also übernatürlich, aber auch ganz natürlich. You don't need to push it. It just, as Jesus said, rivers of living waters will flow out of you. Also man muss es nicht erzwingen, sondern wie ich schon gesagt habe, wirklich diese lebendigen Ströme einfach werden wirklich aus dir herauskommen. One of the important things to say about the tongues is. Aber noch eine wichtige Sache, die man wissen sollte über die Zungenrede, ist folgende. I believe that God chose exactly this sign of the tongues. Ich glaube, dass Gott sich genau dieses Zeichen ausgesucht hat. Because it's a sign of a surrender. Denn es ist auch ein Zeichen der Unterordnung. Most of us, we are so strong in our thoughts, you know, we don't want to give control of our tongue to God. Ja, und viele von uns möchten einfach immer so die Gedanken kontrollieren und wir möchten einfach nicht loslassen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, in Zungen zu reden. And I believe God is a sovereign God. He chose this sign of the tongues to show us that he is the God, that he is sovereign, and that we give the control of our tongue to God so that he can flow and speak through us. Ich denke, dass Gott sich genau dieses Zeichen der Zungenrede ausgesucht hat, um einfach uns zu zeigen, wie wichtig ist es einfach, sich wirklich unterzuordnen, wirklich einfach komplett loszulassen, sich ihm völlig einfach auszuliefern. And as I said, if the Father is the giver of the gift, und wenn ich, wie schon gesagt habe, wenn der Vater der Geber der Gaben ist, he gives us just good gifts. Dann gibt er uns auch wirklich nur gute Gaben. Give us wonderful gifts. How much more he wants to give us the Holy Spirit. Ja, also er gibt uns ja nur wunderbare Gaben. Und wie viel mehr möchte er uns dann einfach auch den Heiligen Geist schenken? Okay. And last thing about the baptism of the Holy Spirit, number 5. Und der letzte Punkt, die Taufe des Heiligen Geistes betrifft, ist auch der letzte Punkt. Just as a water baptism is a start for the life in discipleship, it is an initiation. Okay, also die Wassertaufe ist einfach so ein Zeichen, einfach eine, ja, der Anbeginn einfach, des christlichen Lebens, also der Jüngerschaft. Yeah. The same way the baptism of the Holy Spirit is just a beginning of a life in fullness of the Spirit. Und genauso ist einfach auch die Taufe im Heiligen Geist auch wirklich nur ein Anfang wirklich unseres Lebens mit Christus. I cannot say I was baptized in the Holy Spirit 22 years ago and that's it for me. There is nothing more coming. Und ich kann es jetzt nicht für mich sagen, okay, ich bin jetzt getauft worden im Heiligen Geist vor 22 Jahren und jetzt bin ich fertig, das war's jetzt. If I don't get myself filled with the Holy Spirit every day, I'll be in trouble. Denn wenn ich selber mich nicht jeden Tag vom Heiligen Geist erfüllen würde, dann hätte ich Probleme. And we see likewise also the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit is just a start for this life in fullness with God. Wir sehen auch, dass einfach dann die Geistestaufe ist wirklich einfach nur ein Start, ist wirklich nur der Beginn eines wirklich in Christus gefüllten Lebens. We see here also with the apostles, with the disciples. Wir sehen das auch bei den Aposteln und den Jüngern. In Acts 2:4 they were filled with the Holy Spirit, they received the Pentecost experience. Also in Apostelgeschichte 2 Vers 4 wurden sie getauft mit dem Heiligen Geist. And then in Acts 4:31 dann in Apostelgeschichte 4, Vers 31 the same people were there praying again. Waren die gleichen Leute wieder da und haben wieder gebetet. And the Bible says they were filled with the Holy Spirit again. Und die Bibel sagt dann, dass sie wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. So we see it's an ongoing experience. Also wir sehen, dass es eine immer weiterführende Erfahrung ist. There is one baptism when we start with it, yeah? Also es gibt natürlich die erste Taufe, wenn wir damit anfangen. But a continuing feelings with the Holy Spirit. Sondern es geht einfach auch weiter, dass man kontinuierlich mit dem Heiligen Geist dann weiterhin erfüllt wird. And every day we are called to walk in the Spirit. Und jeden Tag sind wir dazu berufen, im Geist zu wandeln. I believe God doesn't make it complicated for us. Ich glaube, dass Gott es nicht kompliziert machen möchte für uns. It was very simple message today. Es war einfach eigentlich eine ziemlich einfache Botschaft heute. Just what the Word of God shows us, the baptism of the Holy Spirit is. Einfach nur, was die Schrift uns wirklich einfach zeigt oder auch darüber sagt, was die Taufe im Heiligen Geist ist. It's for all of us. Es gilt für alle von uns. It's available for us. Es ist für jeden verfügbar. It's a gift from God. Es ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. If we desire it, if we wait and we surrender to God, wenn wir es uns wirklich wünschen und wenn wir darauf warten und uns auch Gott unterstellen, we can receive. Dann können wir es wirklich empfangen. And Pentecost is one of the most amazing days in church history. Ja, und Pfingsten ist wirklich einer der großartigsten Tage einfach in der ganzen Gemeindegeschichte. There was like an explosion of evangelism, explosion of growth after Pentecost. Es gab wie so eine wirkliche Wachstumsexplosion, eine Explosion von ganz vielen Evangelisten, die daraus hervorgingen. Already on the Pentecost day, 3,000 people came to faith. Also sogar schon am Pfingsten haben sich 3000 Leute bekehrt. Later was becoming 5000 and more and going into Samaria, going into Judea, just as Jesus said. Wir sehen, dass es dann immer mehr wurden, dann bis zu 5000, die dann ausgezogen sind nach Judäa, nach Samaria. The problem is just after 2-3 centuries the church forgot
where the real power came from. Und das Problem ist aber, dass schon 2-3 Jahrhunderte nach diesem Pfingsten die Menschen schon vergessen hatten, woher diese Kraft kommt. And they gave up the power of the Holy Spirit for power of politics. Und sie haben die Kraft des Heiligen Geistes aufgegeben für die Kräfte oder die Mächte der Politik. For power of weight. For the power of weight. Of wealth. Wealth, sorry. Yeah. Okay. Mm-hmm. Oder auch für die Kraft des Wohlstandes. And the respect of buildings and of possessions. Oder auch einfach den Respekt vor Gebäuden oder auch Besitztümern. And we see Christianity for many, many centuries just not being what it should be. Und wir sehen, wie das Christentum über viele Jahrhunderte hinweg eigentlich nicht das war, was es hätte sein sollen. But the Lord loves his church. Aber der Herr liebt seine Gemeinde. He wants to build up his church. Und er möchte seine Gemeinde aufbauen. That's why he gave us a chance to be filled afresh and anew with the Holy Spirit. Deswegen gibt er uns immer wieder die Möglichkeit und die Chance, dass wir wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. And today we are part of this movement of God. Und heute sind wir Teil dieser Bewegung Gottes. And the Holy Spirit is available here for us. Und der Heilige Geist ist auch für uns hier heute verfügbar. Are you hungry today? Also seid ihr wirklich hungrig heute? Do you want to receive? Also möchtet ihr das wirklich empfangen? I invite you. Also ich lade euch wirklich ein. Come and be filled again. Also kommt wirklich und seid wieder neu erfüllt. If you never have experienced it, come and be filled for the first time and begin this life in fullness with God. Und wenn ihr das selber noch gar nicht erfahren habt, dann kommt doch wirklich und ja, lasst euch wirklich erfüllen vom Heiligen Geist. Yeah. Shall we stand up together this morning? Lasst uns einfach gemeinsam aufstehen. I would like that we pray. Und ich möchte gerne, dass wir gemeinsam beten. We want to have time to seek the Holy Spirit together. Und wir möchten wirklich eine Zeit haben, wo wir dann gemeinsam den Heiligen Geist suchen können. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you for Pentecost. Ja, wir danken dir für Pfingsten. Father, we thank for this outpouring of the Holy Spirit. Wir danken dir einfach für dieses Ausgießen des Heiligen Geistes. Lord, we thank you that you came like a rushing wind, like a fire with the speaking of tongues. Wir danken dir, dass du wie ein Wind gekommen bist, einfach wie dieses Feuer und dass du uns wirklich dieses Geschenk gegeben hast. To show us the heart of the Father. Um uns wirklich das Herz des Vaters zu zeigen. And to make us a witness. Und uns zu Zeugen zu machen. And we know the heart of the Father is, Lord God, about reaching the lost. Und wir wissen, dass im Herz des Vaters wirklich in seinem Sinn ist, dass wir die Verlorenen erreichen. About bringing the harvest of the holy, the harvest of souls into the kingdom of God. Dass es wirklich darum geht, einfach diese Seelen, aber wirklich um diese Ernte der Seelen, dass wir sie wirklich einbringen zu dir. And Holy Spirit, we recognize today that we need your power. Heiliger Geist, wir möchten anerkennen, dass wir deine Kraft brauchen. We recognize as a church that we are weak, we are nothing without you. Ja, wir möchten wirklich anerkennen, dass wir als Gemeinde schwach sind und dass wir nichts sind ohne dich. But as the word of God says, not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. Und wie die Bibel aber sagt, nicht durch Kraft oder Macht, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. And today we want to surrender to you, Holy Spirit. Und heute möchten wir uns dir wirklich unterordnen, Heiliger Geist. To expect of you. Wirklich etwas von dir erwarten. And to be filled again with your power. Und wirklich wieder neu erfüllt zu werden mit deiner Kraft. Come and move in our midst. Komm her und bewege dich in unserer Mitte. This room is yours. Ja, dieser Raum gehört dir. This church is yours. Und diese Gemeinde gehört dir. Our lives are yours. Und unsere Leben gehören dir. Come and fill us up. Komme und fülle uns. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Just let us begin to seek the Holy Spirit. Lass uns einfach in dieser Haltung bleiben und wirklich den Heiligen Geist wirklich suchen. Those who are filled with the Holy Spirit, just speak with God and speak in new tongues and just be feel free to receive from Him, to be refreshed today. Ja, und für diejenigen, die einfach diese Gabe schon empfangen haben, fühlt euch einfach frei und betet wirklich in Zungen. Lasst euch wieder neu erfüllen von dem Heiligen Geist. And I would like to ask those who are filled with the Holy Spirit and who have the freedom to come to the front. Und ich möchte einfach diejenigen bitten, die einfach den Mut haben, die schon erfüllt sind mit